Stell dir eine Kreatur vor, 4 Meter länger als ein T-Rex, mit einem Schädel, der mehr als doppelt so lang war wie der des größten Salzwasserkrokodils aller Zeiten. Und mit Armen, neben denen die eines T-Rex oder Menschen aussehen wie Streichhölzer. Das Ergebnis ist der Spinosaurus. Vor etwa 100 Millionen Jahren entwickelte sich der längste Theropode, der jemals existiert hat, im Gebiet des heutigen Nordafrika, Spinosaurus aegypticus. Zweifellos einer der bekanntesten Dinosaurier und einer, der einen ziemlichen Wandel mitgemacht hat. Denn in den letzten 30 Jahren hat sich unser Bild von ihm deutlich verändert. Von einem eher gewöhnlichen Fleischfresser mit langen Armen hin zu einem gigantischen Kaulquappen-Entenmolch mit Krokodilszähnen. In diesem Video sehen wir uns an, wie der Spinosaurus sich entwickelte, wie er gelebt hat und warum er schließlich trotz seiner Stärke ausgestorben ist und mit ihm auch die ganze Spinosaurier-Familie. Und wir schauen uns auch noch ein paar weitere Fragen an, zum Beispiel ob der Spinosaurus statt einem Segel einen Höcker hatte, wie intelligent er gewesen ist, ob seine Arme im Kampf nützlich waren und wie ein Kampf mit einem T-Rex ausgehen würde. Das ist der Aufstieg und Fall des Spinosaurus. Diesen Dinosaurier hat man bereits relativ früh entdeckt. 1912 fand man das erste Skelett, und zwar in der Baharia-Oase im ägyptischen Teil der libyschen Wüste. Der Fossiliensammler Richard Markgraf fand dort einen Teil des Unterkiefers, 2 Halswirbel und einige Rückenwirbel mit den extrem großen Dornfortsätzen, Processus spinosi. Die haben dem Spinosaurus auch seinen Namen eingebracht, der Dornechse bedeutet und ihm vom Paläontologen Ernst Stromer von Reichenbach gegeben wurde. So hat er den Spinosaurus damals rekonstruiert. Er stellte ihn sich ähnlich vor wie andere Theropode-Dinosaurier zu dieser Zeit, nur mit einem Segel auf dem Rücken. Es handelte sich hierbei um ein nicht komplett ausgewachsenes Exemplar mit einer Länge von 14 Metern. Leider ist dieser Fund 1944 zerstört worden, als ein Luftangriff der Alliierten die alte Akademie in München bombardierte, in der diese Fossilien ausgestellt waren. Aus diesem Grund gab es jahrzehntelang nur noch die Beschreibungen und Zeichnungen von Stromer zum Spinosaurus, bis zum Jahr 1996, als man endlich weitere Fossilien fand. Dale Russell stieß unter anderem auf einen 19,5 cm langen Halswirbel, aber nicht in Ägypten, sondern in Marokko. Aufgrund der Länge und des Fundorts hat Russell eine neue Art beschrieben, und zwar den Spinosaurus marokkanus. Allerdings ist umstritten, ob diese Einteilung Sinn macht, da sich die Länge der Halswirbel auch innerhalb einer Art unterscheiden könnte. Viele Forscher sehen deshalb Spinosaurus aegypticus als einzige Art an. Das gleiche gilt auch für die Gattungen Oxalaia und Siegelmasasaurus. Das sind sehr enge Verwandte des Spinosaurus, die auch seine grundlegenden Eigenschaften teilen. Sie waren also Dinosaurier, die semiaquatisch gelebt haben und sich piscivor ernährten, also überwiegend Fisch gefressen haben. Die Unterschiede der Fossilien sind aber so gering, dass auch hier viele Wissenschaftler diese Funde dem Spinosaurus zuordnen. Aufgrund mangelnder Hinweise kann man nicht eindeutig sagen, was letztendlich wirklich der Fall war. Das wird sich in Zukunft mit weiteren Funden hoffentlich noch ändern. Allerdings ist es meiner Meinung nach schon wahrscheinlich, dass es sich hier zumindest um unterschiedliche Arten handelt. Denn Oxalaia fand man zum Beispiel in Brasilien, also auf einem ganz anderen Kontinent, und vor 100 Millionen Jahren hatte sich Pangaea schon lange in die auseinanderdriftenden Kontinente aufgeteilt. Sogar Südamerika und Afrika waren zu diesem Zeitpunkt schon ein bisschen getrennt, weswegen ich denke, dass die Spinosaurier auf den verschiedenen Kontinenten sich auch ein bisschen anders entwickelt haben. Außerdem unterscheidet sich die Anzahl der Zähne sowie der Abstand zwischen den Zähnen. Vielleicht ist es also so wie bei Tiger und Löwe, die ja auch auf verschiedenen Kontinenten leben, aber beide der Gattung Panthera angehören und sich in vielerlei Hinsicht ähnlich sind. 1998 wurde noch ein weiterer Fund gemacht von einem Spinosaurus-Exemplar, das etwa 14 Meter lang gewesen sein muss. Diese zwei Funde haben den Spinosaurus wieder relevant gemacht und auch unsere Vorstellung verändert, wie dieser Dinosaurier wirklich ausgesehen hat. Ursprünglich zu Beginn des 20. Jahrhunderts stellte man ihn sich so vor, wie Ernst Stromer ihn darstellte. In den 70ern stellte man ihn genauso dar, allerdings auf allen Vieren laufend, so wie auf diesem Bild. In den späten 90ern wandelte sich diese Vorstellung dann ziemlich dramatisch. Aus dem Vierbeiner mit normal langem Schädel wurde der krokodilköpfige, gigantische Zweibeiner, den wir dann alle in Jurassic Park 3 gesehen haben. Im Prinzip ein riesiger Baryonyx mit einem kleinen Segel auf dem Rücken. Zur damaligen Zeit war der Spinosaurus also wissenschaftlich korrekt dargestellt, zumindest optisch, sein Verhalten ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Und weil Jurassic Park natürlich extrem bekannt ist und fast jeder den Spinosaurus im Film gesehen hat, war dieses Bild jahrelang das, an was man gedacht hat, wenn man vom Spinosaurus gesprochen hat.
2014 gab es dann aber wieder eine große Veränderung. Mittlerweile hatte man noch deutlich mehr Fossilien gefunden, darunter auch ein relativ vollständiges Exemplar. Neue Forschungsergebnisse von Nisa Ibrahim, dem wahrscheinlich bedeutendsten Spinosaurus-Experten, legten nahe, dass die Hinterbeine viel schwächer und kürzer waren, als man bisher angenommen hatte. Deshalb erschien die vierbeinige Fortbewegung plötzlich wieder wahrscheinlicher. Oder zumindest ein Mix davon, denn laut einigen Wissenschaftlern würden die Handgelenke des Spinosaurus eine normale vierbeinige Fortbewegung nicht zulassen. Außerdem würden die langen Klauen an den Fingern das Gehen auf normale Art erschweren. Stattdessen dachte man für eine Weile, es wäre möglich, dass er auf den Knöcheln gelaufen ist, also in etwa so wie ein Gorilla. Andere Forscher wiederum gingen davon aus, dass diese Rekonstruktion falsch ist und die Beine sowie das Becken etwa 27% größer sein müssten. Das würde die zweibeinige Fortbewegung ermöglichen. Seit 2020 wird die vierbeinige Fortbewegung von den meisten allerdings stark angezweifelt, weil die Hand- und Schultergelenke eben Probleme dabei hätten, viel Gewicht zu tragen und brechen würden. Also aktuell heißt es, dass eine zweibeinige Fortbewegung selbst mit den kurzen Beinen immer noch viel wahrscheinlicher ist als eine vierbeinige. Aber so oft wie sich unsere Vorstellung vom Spinosaurus in letzter Zeit verändert hat, würde es mich auch nicht wundern, wenn wir in den nächsten paar Jahren noch mehr Änderungen sehen. Größentechnisch hat sich auch eine Menge getan. Während Studien aus dem Jahr 2005 auf eine Länge von bis zu 18 Metern und ein Gewicht von 20 Tonnen gekommen sind, zeigen neuere Studien, dass diese Werte nicht stimmen. Sie sind deutlich zu hoch, vor allem das errechnete Gewicht. Heute geht man davon aus, dass ein ausgewachsener Spinosaurus etwa 15 bis 16 Meter lang wurde, dabei aber nur 7,5 Tonnen wog. Damit wäre der Spinosaurus ein bisschen leichter als der Tyrannosaurus Rex und somit nur der zweitgrößte Theropode. Das liegt vor allem daran, dass er dünner und langgezogener gebaut war, was man vor allem im Frontalvergleich oder von oben erkennt. Dafür war er aber auf jeden Fall der größte uns bekannte Spinosauroide. Aber warum wurde gerade der Spinosaurus so groß? Ganz einfach, weil seine Umgebung es nicht nur möglich machte, sondern sogar bevorteilte. Der Spinosaurus lebte in weitläufigen Flusssystemen, in dem sich diverse andere große Raubtiere tummelten. Darunter einige der mächtigsten fleischfressenden Dinosaurier aller Zeiten. Wie zum Beispiel der bis zu 13 Meter lange und 6,5 Tonnen schwere Carcharodontosaurus oder der etwas kleinere Bahariasaurus. Und mit verschiedenen Krokodilomorphen gab es auch jede Menge potenzielle Konkurrenten bei der Nahrungssuche. Aber dafür gab es auch eine große Anzahl an Fischen, auf die man Jagd machen konnte, wenn man denn groß genug dafür war. Denn mit teilweise mehr als 500 Kilogramm waren einige der prähistorischen Fische allein durch ihre Masse schon außerhalb der Reichweite vieler Raubtiere. Wie zum Beispiel der 4 bis 6 Meter lange Urzeit Quastenflosser Masonia oder der 6,5 Meter lange Scheinsägerochen Ontiopristis. Für große Tiere gab es also genug Ressourcen, um den enormen Kalorienverbrauch, den die eigene Körpermasse erforderte, auszugleichen. Dass der Spinosaurus aquatisch oder semi-aquatisch lebte, ist mittlerweile ziemlich sicher. Unter anderem kann man das auch an seinen Knochen sehen. Die sind deutlich dichter als die von landbewohnenden Theropoden. Sie haben also kleinere Luftpolsterchen. Das liegt daran, dass es im Wasser gar nicht so wichtig ist, wie viel man wiegt. An Land dagegen natürlich schon. Im Wasser können die dichteren Knochen sogar von Vorteil sein, weil sie dabei helfen, den Körper zu stabilisieren, während er sich durchs Wasser bewegt. Und sie ermöglichen auch, dem Auftrieb entgegenzuwirken, damit Wassertiere leichter tauchen können. Deshalb haben Robben, Seekühe, Walrosse und natürlich auch Wale Knochen mit einer höheren Dichte. Das Ganze ist aber noch komplizierter, für die Geschwindigkeit sind leichtere Knochen dann doch wieder vorteilhaft. Generell kann man aber sagen, dass Tiere, die im seichten Wasser jagen, meist eine höhere Knochendichte haben. Neue Forschungsergebnisse zeigen auch, dass der Spinosaurus deutlich besser an das Leben im Wasser angepasst war, als wir lange angenommen hatten. Das sieht man an seinem Schwanz, der nicht hinten dünn war wie der von gewöhnlichen Theropoden, sondern aussah wie der einer gigantischen Kaulquappe. Diese Eigenschaft verlieh dem Spinosaurus das, was er brauchte, um in seinem Lebensraum voller hochentwickelter Jäger überleben zu können. Denn mit dem paddelartigen Schwanz konnte er ordentlich Schub erzeugen und im Wasser schnell vorankommen und somit Beute überraschen. Vielleicht war er damit sogar schneller als heutige Krokodile. Diese Tatsache unterstützt außerdem die Zweibeiner-Theorie, da dieser Schwanz ein höheres Gegengewicht bietet für die Balance. Die Vorstellung vom Spinosaurus, der ausschließlich wie ein Reiher durchs Wasser wartet und so Fische fängt, ist also nicht korrekt. Mit seinem Schwanz konnte er nämlich auch kraftvoll und stabil schwimmen. Die kurzen Beine waren hierbei sogar von Vorteil, da sie beim Schwimmen nicht so viel Widerstand im Wasser erzeugten.
Der Spinosaurus sah aus und hat sich ähnlich bewegt wie ein gigantischer Molch, nur dass er an Land wie eine kolossale Ente auf zwei kleinen Beinchen gewatschelt ist und ein riesiges Segel auf dem Rücken hatte. Aber was hat es mit diesem Segel eigentlich auf sich? Es gibt eine Vielzahl verschiedener Theorien darüber, welche Funktion es gehabt hat. Thermoregulation ist eine davon, die aufgrund mangelnder Blutgefäße im Segel aber nicht sein kann. Wahrscheinlich diente das Segel dem Imponierverhalten und half dabei, einen Partner zu finden. Es könnte aber auch einfach nur dazu gedient haben, um andere Artgenossen im Wasser leichter zu erkennen. Oder vielleicht half das Segel auch dabei, potenzielle Feinde abzuschrecken. Immerhin war der Spinosaurus so, wie wir ihn uns heute vorstellen, nicht mehr so stark wie die Version von vor 20 Jahren. Ein Segel, mit dem er nochmal deutlich größer aussieht, als er sowieso schon ist, hat ihm vielleicht dabei geholfen, Gegner einfach abzuschrecken, ohne mit ihnen kämpfen zu müssen und sich so ein Jagdgebiet zu sichern. Was davon jetzt stimmt oder ob es am Ende mehrere Funktionen hatte, kann man leider nicht mit Sicherheit sagen. Was man aber mit relativer Sicherheit sagen kann, ist, dass Spinosaurus keinen Höcker hatte. Was aber trotzdem eine meiner Lieblingstheorien ist, wenn man sich die Skelette von Bisons oder Kamelen ansieht, erkennt man schnell die Ähnlichkeiten mit den langen Fortsätzen des Spinosaurus. Die Höcker von Bisons und Kamelen unterscheiden sich aber stark. Letztere bestehen aus Fettreserven, mit denen Kamele auch lange Zeit ohne Nahrung überstehen. Sind sie leer, hängen sie schlaff herunter. Höcker von Bisons bestehen dagegen aus Muskeln und ermöglichen ihnen mit der zusätzlichen Kraft im Winter ihre Köpfe wie riesige Schaufeln einzusetzen. Auf beides kann ein Spinosaurus aber getrost verzichten, denn sein Lebensraum war warm, feucht und prall gefüllt mit Beutetieren. Außerdem wäre ein dicker Höcker alles andere als hydrodynamisch und würde ihn im Wasser deutlich langsamer machen. Der Lebensraum des Spinosaurus war wirklich interessant, denn der Norden Afrikas sah vor 100 Millionen Jahren völlig anders aus als heute. Laut Nisa Ibrahim war das wohl der gefährlichste Ort in der Geschichte des Planeten, weil er so viele verschiedene Arten von Raubtieren in allen Formen und Größen beherbergte. Weil der Meeresspiegel damals deutlich höher war, standen fast ganz Europa und auch Teile Nordafrikas unter Wasser. Anders als heute fand man hier aber keine Wüsten, sondern eine ganze Menge Grün, zusammen mit Flüssen, Sümpfen und einer weitreichenden Wattlandschaft an der Küste. Hier könnten riesige Mangrovenwälder existiert haben. Diese faszinierenden Bäume können Salzwasser tatsächlich tolerieren und haben spezielle Mechanismen entwickelt, um möglichst wenig Salz aufzunehmen und das restliche aufgenommene Salz über die Blätter wieder abzugeben. Sie erschaffen außerdem ein unglaublich produktives Ökosystem, in dem eine Vielzahl von Tieren leben kann. Wasservögel nisten in den Baumkronen, Krabben und Fische finden zwischen den Wurzeln Schutz und auf den Wurzeln leben Schnecken, Algen und Muscheln. Und vor 100 Millionen Jahren lebten in einem solchen Gebiet auch Dinosaurier wie der Spinosaurus. Dass dieser sich überwiegend von Fisch ernährte, kann man an ein paar Merkmalen am Kopf erkennen. Die verlängerte Schnauze, die oben liegenden Nasenöffnungen und natürlich auch die konischen Zähne, mit denen glitschige Fische festgehalten werden konnten, weisen alle darauf hin. Außerdem fand man auch Teile eines urzeitlichen Seegerochens im Kiefer eines Spinosaurus. Ein Spinosaurus braucht schätzungsweise 85.000 bis 100.000 Kilokalorien am Tag, allein um sein Gewicht zu halten. Das ist mehr als ein afrikanischer Elefant verspeist, der in der Regel etwa 70.000 Kilokalorien benötigt. Wie vorhin schon erwähnt, ernährte sich der Spinosaurus überwiegend von den großen Fischen, die in den weiten Flusssystemen gelebt haben. Das Kemkem-Becken in Marokko ist besonders berühmt dafür, ein unglaubliches Nahrungsangebot gehabt zu haben. Zu den möglichen Beutefischen des Spinosaurus gehört zum Beispiel der Concavotecto marokkanus, ein 35 Kilogramm schwerer Knochenfisch. Für Spinosaurus kaum mehr als ein Happen, aber trotzdem bereits genug, um den halben Tagesbedarf an Kilokalorien zu decken. Der 3 Meter lange und 150 Kilogramm schwere Bavitius bot da aber trotzdem schon etwas mehr. Ebenso wie der 180 Kilogramm schwere Adriana Ichthys Pankowski. Ein weiterer Beutefisch war der Neoceratodus africanus. Mit 350 Kilogramm Körpergewicht war das der mit Abstand größte Verwandte des heute noch lebenden Neoceratodus forsteri aus Australien. Dieser über 4 Meter lange und 450 Kilogramm schwere Quastenflosser bietet bereits genug Nährstoffe für eine ganze Woche. Und der über 6 Meter lange und mehr als 700 Kilogramm schwere Urzeitseegerochen Onchopristis würde einen Spinosaurus sogar noch länger sättigen. Wie man sieht, braucht also selbst ein Spinosaurus gar nicht mal so viele Tiere zu erbeuten, um zu überleben. Allerdings sind das sehr grobe Schätzungen mit der Annahme, dass der Metabolismus eines Spinosaurus zwischen dem eines Krokodils und dem von Säugetieren liegt.
Eine größere Gefahr als zu verhungern besteht also vielleicht eher in den möglichen Feinden eines Spinosaurus. Von denen gab es aber wahrscheinlich nicht viele. Es lebten zwar einige der größten Fleischfresser aller Zeiten so ziemlich im gleichen Gebiet wie der Spinosaurus, wie der Carcharodontosaurus oder der Bahariasaurus, aber da der Spinosaurus eine völlig andere Nische besaß und semi-aquatisch lebte, waren Konflikte zwischen diesen Tieren bestimmt eher die Ausnahme. Eine Konfrontation kann ich mir nur vorstellen, wenn ein Spinosaurus im Territorium eines Carcharodontosaurus Landtiere jagen würde. Der Carcharodontosaurus war mit 13 Metern und etwa 6 Tonnen zwar ein bisschen kleiner als der Spinosaurus, aber als rein landbewohnender Theropode hier trotzdem im Vorteil. Mit seinen haiartigen, gezackten Zähnen könnte er auch viel mehr Schaden anrichten. Statt zu kämpfen, würde der Spinosaurus bestimmt lieber den Rückzug antreten oder mit seinem Segel Drohgebärden machen, um möglichst groß und stark zu wirken und so einem Kampf aus dem Weg zu gehen. Neben dem Carcharodontosaurus bestand die größte Gefahr wahrscheinlich in anderen Mitgliedern der eigenen Art, aber das war's dann auch schon. Ein ausgewachsener Spinosaurus hat also nicht viele Feinde, ein Jungtier dagegen schon. Selbst die größten Dinosaurier sind nach dem Schlüpfen nicht größer als eine Hauskatze. Und im gleichen Gebiet lebten einige verschiedene Krokodilomorphe, die einen jungen Spinosaurus jagen würden. Wie zum Beispiel das langbeinige Krokodil Caprosuchus. Der berühmte Sarcosuchus gehörte aber wahrscheinlich nicht dazu, weil seine Fossilien ein paar Millionen Jahre älter sind und in einer anderen Formation gefunden wurden. Er war zur Zeit von Spinosaurus bereits ausgestorben, traf dafür allerdings auf einen seiner Verwandten, und zwar Suchomimus. Neben den Krokodilomorphen waren aber auch Pterosaurier, die am Boden jagten, eine Gefahr, und im Wasser lauerten einige große Fische und Haie, auf die ein ausgewachsener Spinosaurus später dann selbst Jagd machen würde, die für ein Jungtier aber immer noch sehr gefährlich waren. Und natürlich gab es dann auch noch diverse kleinere Raubsaurier. Vor knapp 100 Millionen Jahren war das Leben gut für den Spinosaurus, es gab viel zu essen, für erwachsene Tiere kaum Feinde und ein Spinosaurus zu sein war schon ziemlich toll. Warum ist er also ausgestorben? Oder ist er das überhaupt? Wäre es nicht möglich, dass er sich über tausende Jahre verändert hat und zu einer neuen Spezies wurde? Leider nein. Das ist zwar auch eine witzige Theorie, aber extrem unwahrscheinlich. Alles deutet darauf hin, dass der Spinosaurus vor etwa 94 Millionen Jahren tatsächlich ausgestorben ist. Das ist aber nichts Ungewöhnliches. In der Geschichte der Erde haben sich unzählige Tiere entwickelt, sich an bestimmte Bedingungen angepasst und sind dann wieder komplett ausgestorben. Der Grund war bei den meisten der gleiche wie beim Spinosaurus. Ihre Umwelt hat sich verändert, und zwar zu schnell, um sich daran anzupassen. Wir haben uns ja genau angesehen, wie gut der Spinosaurus an seinen damaligen Lebensraum angepasst war und was für starke Veränderungen sein Körper durchlaufen hat, um so weit zu kommen. Leider ist diese extreme Spezialisierung eben auch anfällig für Veränderungen. Im Fall des Spinosaurus gibt es zwei Theorien zu seinem Aussterben. Zum einen das Austrocknen seines Lebensraums. Das Marschland verschwand aufgrund von Klimaveränderungen und damit auch die Futterquellen dieses Dinosauriers. Da der watschelnde Spinosaurus an Land beim Jagen nicht mit spezialisierten Raubsauriern wie dem Carcharodontosaurus mithalten konnte, die starke lange Beine hatten und viel schneller waren, nahm die Anzahl der Spinosaurier in Nordafrika stetig ab, bis diese Art schließlich komplett ausstarb. Die zweite Theorie hängt stattdessen mit einem kleinen Massenaussterben zusammen, dem Ereignis an der Grenze zwischen dem Cenomanium und dem Turonium der Oberkreide vor 94 Millionen Jahren. Stark erhöhte vulkanische Aktivität setzte enorme Mengen Kohlenstoffdioxid frei und erhöhte somit die globale Temperatur. Zusätzlich sorgten sinkende pH-Werte für eine Versauerung des Meeres. Mangelnder Sauerstoff im Wasser über 500.000 Jahre führte zum Aussterben von 27% aller wirbellosen Tiere darin. Das löste eine Kettenreaktion aus, bei der aufsteigend immer größere Mitglieder der Nahrungskette von der Bildfläche verschwanden. Dieses Ereignis führte schließlich zum Aussterben der Pliosaurier und der meisten Ichthyosaurier und vielleicht auch zum Aussterben des Spinosaurus. Jetzt schauen wir uns noch ein paar der beliebtesten Fragen rund um den Spinosaurus an, und zwar im Schnelldurchlauf. Das sind hauptsächlich verschiedene Matchups, aber auch ein paar andere Sachen. Die mit Abstand am häufigsten gestellte Frage ist, wer würde gewinnen, Spinosaurus oder T-Rex? Die Antwort ist ganz klar der T-Rex. Ich habe ja schon ein ganzes Video zu dem Thema gemacht und da bin ich zum gleichen Ergebnis gekommen. Alles, was wir in den letzten Jahren Neues über den Spinosaurus erfahren haben, verstärkt diese Meinung sogar. An Land ist es äußerst eindeutig. Im Wasser steigen die Chancen des Spinosaurus natürlich zunehmend mit der Tiefe des Wassers. Bis er dann irgendwann mal der Favorit ist, denn ein T-Rex war zwar laut Forschern wahrscheinlich schon in der Lage zu schwimmen, hätte dann aber wohl kaum eine Chance gegen einen so gut an diesen Lebensraum angepassten Gegner wie den Spinosaurus. Das gleiche gilt auch für Matchups mit allen anderen gigantischen Theropoden, wie zum Beispiel Carcharodontosaurus, Giganotosaurus oder Mapusaurus.
War der Spinosaurus der größte Theropode? Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Er war zwar der längste Theropode, dafür hatte er aber auch eine niedrigere Hüfthöhe als die großen landbewohnenden Fleischfresser. Außerdem war er schlanker und laut den meisten Schätzungen minimal leichter als der T-Rex. Allerdings gibt es auch andere Meinungen. Nisa Ibrahim schätzt, dass der Spinosaurus auch 10 bis 12 Tonnen gewogen haben könnte. Beim T-Rex selbst gibt es auch verschiedene Schätzungen, was das Gewicht angeht. Von daher kann man es nicht mit Sicherheit sagen. T-Rex und Spinosaurus sind jedenfalls von allen bekannten Theropoden Nummer 1 und 2, was die Größe angeht, egal wie die Reihenfolge ist. Wer würde gewinnen, Megalodon oder Spinosaurus? Dieser Kampf ist natürlich komplett unfair, da muss man nicht viel analysieren, Megalodon würde selbstverständlich gewinnen und ist noch nicht mal knapp. Also die Sache hat sich ganz schnell erledigt. Spinosaurus gegen Sarcosuchus Imperator, wer würde das gewinnen? Das ist schon ein spannenderes Matchup, welches der Spinosaurus aber mit Sicherheit gewinnen würde und ich erkläre euch auch warum. Aber eigentlich sagt dieses Bild auch schon alles. Der Massenunterschied ist nämlich deutlich größer, als man lange Zeit angenommen hatte. Sarcosuchus war nämlich nicht so stark gebaut, wie man früher mal gedacht hat. Es hatte nicht den Körperbau eines Salzwasserkrokodils, aber ein solcher wurde für eine Schätzung hochskaliert und somit ein Gewicht von über 8 Tonnen berechnet. Damit wäre Sarcosuchus etwa genauso schwer oder sogar schwerer als ein Spinosaurus. Sarcosuchus war aber ein Krokodilomorph, der mehr Ähnlichkeiten mit einem Garial hatte. Neue Berechnungen kommen auf ein Körpergewicht von nur 3,4 Tonnen bei einer Länge von 9 Metern. Sein langes, dünnes Maul war zudem auf den Fischfang spezialisiert und würde sich nicht so gut eignen, um größeren Tieren Schaden zuzufügen. Das gilt zwar auch für den Spinosaurus, aber der war nun mal 6 Meter länger und Minimum doppelt so schwer. Außerdem hatte er lange, starke Arme und scharfe Klauen an seinen Händen. Diesen Kampf würde der Spinosaurus so gut wie jedes Mal gewinnen. Aber konnte der Spinosaurus seine Arme im Kampf überhaupt einsetzen? Zugegeben, das kann man aktuell noch nicht mit Sicherheit sagen, weil bisher noch gar nicht so viele Fossilien von den Armen gefunden wurden. Was wir haben, weist aber schon mal darauf hin, dass seine Klauen ziemlich mächtig waren. Vom Design sind sie denen eines Kodiakbären ähnlich. Selbst ohne Keratinumhüllung waren die Klauen eines ausgewachsenen Spinosaurus mehr als 50 cm lang. Ihre gerade Form eignete sich gut, um in das Fleisch von Beutetieren einzudringen und zu reißen. Von daher denke ich schon, dass es ihnen möglich war, damit zu kämpfen. Wie intelligent war der Spinosaurus? Genau kann man das bei ausgestorbenen Tieren sowieso nicht sagen, aber beim Spinosaurus ist es besonders schwierig, denn leider gibt es bisher noch keine komplett erhaltene Hirnschale und deshalb wurden Hypothesen zur Intelligenz dieser Art von Experten bisher nicht veröffentlicht. Wir können nur ungefähr schätzen, dass ein Spinosaurus weniger intelligent war als ein T-Rex, weil er einer primitiveren Stammlinie angehört. Gehirne dieser Dinosaurier hatten noch mehr Ähnlichkeit mit denen von Krokodilen. Der T-Rex hingegen gehört den Coelurosaurier an, der gleichen Stammlinie der auch heutige Vögel angehören, die für ihre Körpergröße ein relativ großes Gehirn haben. Raben besitzen beispielsweise einen ähnlichen EQ, also ein Gehirngröße zur Körpergröße-Verhältnis wie Schimpansen und zeigen auch in diversen Tests, dass sie äußerst intelligent sind. Manche Vogelarten sind auch bekannt dafür, Werkzeuge zu benutzen, um an Nahrung zu kommen. Das machen Krokodile aber auch. Sie sind intelligenter, als man lange Zeit dachte. Man hat beobachtet, wie sie Stöckchen benutzen, um Vögel anzulocken, die auf der Suche nach Nestbaumaterial sind. Außerdem sind sie fürsorgliche Eltern und in der Lage, mit Duftstoffen und Schall mit ihren Artgenossen zu kommunizieren. Kurz gesagt, ein Spinosaurus ist wahrscheinlich weniger intelligent als ein T-Rex, aber keinesfalls dumm. Aus welchem Dinosaurier hat sich der Spinosaurus eigentlich entwickelt? Der genaue Stammbaum ist leider nicht bekannt. Es gibt zwar andere Vertreter der Spinosauride, die ein paar Millionen Jahre älter sind, zum Beispiel Suchomimus oder Baryonyx. Aus diesen hat sich der Spinosaurus aber nicht entwickelt. Es ist viel wahrscheinlicher, dass diese Arten einen gemeinsamen Vorfahren hatten. Der ist uns bisher aber noch nicht bekannt. So, das war der Aufstieg und Fall des Spinosaurus, einer der interessantesten Dinosaurier ohne jeden Zweifel. Auch weil wir dank brillanter Paläontologen immer wieder Neues über dieses Tier erfahren. Ich bin wirklich gespannt, wie unser Bild vom Spinosaurus in 20 Jahren aussieht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt mal wieder was gelernt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.